Heute schauen wir uns mal den Mega-Einkaufsquellenmarkt an, Großhandel B2B. 90% Ersparnis wird uns hier offeriert. Wer betreibt das Ganze? Die Melango.de und Chemnitz. Wir haben schon vielfach erwähnt, dass das Ganze nicht kostenfrei ist. Es wird ein Gewerbenachweis verlangt, zumindest steht es hier. Und das Ganze kostet ab dem 26.10. 240 Euro pro Jahr plus einmalig 89 Euro. Das Ganze natürlich im Voraus. Gut, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns mal einen Account zugelegt. Um einfach mal in das gute Stück Einkaufsquellen.de reinzuschauen. Was uns als erstes auffällt, ist, dass hier das kurze Blog davor steht. Gut. Sei es drum. Willkommen, Sie sind angemeldet im Mega-Einkaufsquellen.de. Markt. Hier können wir Geld verdienen, wir kriegen Einkaufsquellen, einen Ratgeber und irgendwelche Webseiten. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbekunden. Gut. Geld verdienen wollen wir natürlich. Da finden wir ein Video, keine Ahnung. Gehen wir auf den Handelsmarktplatz, deswegen sind wir hier. Wir sparen auf jeden Fall schon mal 448 Euro, das ist interessant. Und finden da in einem kostenpflichtigen Portal das nächste kostenpflichtige Portal und können dazu auch einen Kommentar hinterlassen. Schön. Vielleicht kommen wir mit dem Einkaufstipp weiter. Oh, Einkaufstipps, die sind ganz toll. Alles sehr langsam. Werbung ohne Ende. Mega-Einkaufsquellen.de empfiehlt seinen gewerblichen Mitgliedern folgende Einkaufsmöglichkeiten: Dong Xuang Center in Leipzig. Na, das sieht alles nach einem Schnäppchenmarkt aus für Privatkunden. Ein großer Flohmarkt in meinen Augen. Nicht nach etwas, was im Internet gehandelt wird. Und die liebe Katja sagt, gibt es den Tempel auch in Darmstadt oder was auch immer. Und am Dienstag, das ist interessant, am 29. Oktober ein Kommentar, am 28. nochmal am 28. und nochmal am 28. Das heißt, es gibt genau drei Kommentare. Allesamt wollen unbedingt dorthin. Vier, Entschuldigung. Wir haben aber mal geschaut, was das mit diesem Dong Xuang Center auf sich hat. Da wurde bereits im Mai diesen Jahres eine Großrazzia durchgeführt. Wegen Plagiate, Schwarzarbeit und Hehlerware. Dong Xuang Center in der Maximilianallee. Die Bild ist jetzt nicht unbedingt eine große Quelle, allerdings sieht das so aus, als wäre das genau dieser Markt, für den sich die liebe Katja und Co. interessieren. Gut, also das wird von Melango alias mega-einkaufsquellen.de empfohlen. Ein Markt, der mit Plagiaten handelt. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal in das Impressum. Ich hoffe, dass es eins gibt.
Vollstreckungsdienst, okay. Okay, berichtet schon einer am 2. November, dass er nirgendwo rein kann. Er möchte sich wohl da anmelden. Wir können das auch mal probieren. Lago.de kann nicht geladen werden. Wir haben keinen Zugriff. Keinen Zugriff auf Lago.de. Schon seit dem 2. November offenbar. Na gut. 488 Euro, stimmt nicht, 240 Euro. Für jedes Jahr, für einen Blog, erscheint mir ein wenig teuer. Schauen wir mal nach dem Ratgeber. In der Karte wird die empfohlen. Mercato findet man auch im Internet mit der Suchmaschine Google. Ja. Die Seiten laden nicht wirklich richtig. Alles sehr suspekt. Tausendfach erprobter Prozess, lukrative Webseiten. Geld verdienen sehe ich hier nicht. Einkaufsquellen habe ich nicht gefunden. Ratgeber lädt nicht. Probieren wir die Webseiten aus. Tolle Sprüche, typisch eines Blogs. Und die letzten Kommentare. Tja. Auktionsideen.de wird hier empfohlen. First Index. Also im Grunde, wenn ich das so sehe, eine Ansammlung von Links, quasi eine kostenpflichtige Linkliste von der Mercato. Restposten.de wird hier empfohlen. Auch das ist eine Firma, die man sofort als Suchtreffer in Google erhält. Zentrada genauso. Nun. Lango.de natürlich. Klar. War nicht erreichbar. Internethandel. Eine moderierte Linkliste. Zentrale. Restposten.de. Also einige Treffer, die wir schon eben gesehen haben. Bei dem Begriff Großhandel, bei dem Betreff Restposten, wird es auch nicht anders sein. Restposten, Restposten 24, Zentrale und so weiter. Wir können ja mal den Gegenvergleich machen, Lango. Sehr interessant, gleich in der Vorauswahl, Lango Betrug. Grundlegendes Urteil, umstrittener Online-Marketing-Platz, Amtsgericht lehnt Forderung ab. Dresden Amtsgericht Dresden spricht ein Urteil. Lango will nicht abzocken. Abzock-News. Wir klagen gegen Lango. Kostenvolle Lango.
Nichts bezahlt fast rohe Rechnung der Firma Melango. Wir beraten Sie, wenn Sie eine Rechnung von Melango erhalten. Im Jura-Blog werden schon Infos laut verwandte Suchanfragen auch interessant. Kündigen, Betrug, Akte, Erfahrung, Testforum, Abzocke, AGB. Also wie man sieht, Melango einfach eingetippt. Ein relativ klares Statement allein schon auf der ersten Google-Suchtreffer-Leiste, Liste. Und ich sehe hier kein wirkliches Impressum. Wie waren wir da hingelangt? Mega-Einkaufsquellen.de. Der Link. Großhandel B2B. Den Melango.de aus Chemnitz zur Verfügung stellt.